So, weiter geht's. Klar, ich sehe die Geiselnehmer förmlich vor mir. Verstehen Sie das bitte nicht falsch, aber jetzt alle mit dem Rücken zur Wand aufstellen. Ich meine ja nur, die Leute waren heute Abend nur in der Fabrik, weil sie seit dem ersten Angriff so viele Überstunden machen müssen. Stimmt. Eigentlich wäre niemand da gewesen. Vielleicht war es ja nur ein missglückter Einbruch. Ja, vielleicht. Gucken wir uns gleich mal an. Ich werde jetzt hier nicht mit jedem reden, obwohl eigentlich könnte ich auch mit jedem reden, aber ich glaube, das würde ein wenig benutzen. Was ist das denn? Informationsstand. Niemand sollte ein normales Leben wegen eines Unfalls oder einen Traum wegen einer körperlichen Einschränkung aufgeben müssen. Das ist die Überzeugung von David Serif, Idealist, Philanthrop, Gründer und Präsident von Serif Industries. Um sie zu verwirklichen, kaufte Mr. Serif 2007 eine unrentable Autofabrik in Detroit, rüstete sie auf die automatische Herstellung von Prothesen um und gründete Serif Industries. Heute teilen wir bei Serif Industries Davids Leidenschaft. Wir glauben, dass die Humanaugmentierung jedem Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu verbessern und dass damit die Welt als Ganzes besser wird. Geleitet von diesem Grundsatz werden wir weiterhin die weltweit besten Humanaugmentierungsprodukte entwickeln und herstellen. Die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich geil und vor allen Dingen... Ich bin nicht sicher, was ich von diesem Denkmal halten soll. Was soll das heißen? Wir müssen doch wenigstens an die Opfer erinnern, die unsere Wissenschaftler für diese Firma erbracht haben. Für die ganze Welt. Genau das ist mein Problem. Ich bin seit Monaten in Therapie, um diese Nacht zu vergessen, als die ganzen verbrannten Leichen rauskamen. Ich war nicht da. Aber es soll schrecklich gewesen sein. Megan, Eric, Vasili, das ganze Team ist ausgelöscht worden. Wie konnte das nur passieren? Das ist nicht mehr wichtig. Wir müssen sie ehren, indem wir an ihrer Vision festhalten. Wir müssen den Terroristen beweisen, dass wir den Job trotzdem zu Ende bringen können. Okay, also wir waren ja live dabei. Bei den lieben Aber Jensen, ist es nicht ein bisschen früh, ihn wieder an die Front zu schicken? Er soll wieder völlig hergestellt sein. Sein Körper hat die Augmentierung erstaunlich gut angenommen, aber sein Kopf, keine Ahnung. Und wir wissen alle, was passiert ist, als er noch beim SWAT war. Das Massaker in Mexican Town war nicht seine Schuld. Warum haben die ihn dann rausgeworfen? Ich sage nur, er ist ein zu großes Risiko. Reden die gerade über mich, obwohl ich direkt daneben stehe? Jensen? Ah, hab sie gar nicht kommen gehört. Sie müssten längst am Helipad sein, finden Sie nicht? Konfrontieren, informieren. Wollen Sie mir das nochmal ins Gesicht sagen, Peterson? Ich gehe gleich, sobald ich das richtig gestellt habe. Ich gehe gleich. Aber erst müssen wir ein paar Dinge klarstellen. Über meinen momentanen Geisteszustand. Das haben Sie mitgekriegt? Hören Sie, tut mir leid. Aber was Ihnen passiert ist, war schrecklich. Die meisten Leute erholen sich nicht so schnell. Ich sollte also lieber zu Hause bleiben und in Selbstmitleid zerfließen. Natürlich nicht. Es ist nur, wir leben in ziemlich unruhigen Zeiten, Jensen. Das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Begräbnisse. Stimmt. Ach, und übrigens, das Massaker in Mexican Town war ein Fiasko. Aber ich bin deswegen nicht gefeuert worden. Ich habe gekündigt. Macht das einen Unterschied? Ja, es ist eine Frage der Integrität. Sie können das Wort ja mal nachschlagen. Also, ich mag Jensen. Ich muss jetzt schon gestehen, ich mag Jensen. Was ich übrigens eben sagen wollte, die Idee von dieser Firma ist ziemlich genial, was die Informationsquelle uns da eben gesagt hat. Das klingt aber auch tatsächlich alles ein klein wenig zu schön, um wahr zu sein. Willkommen zurück, Mr. Jensen. Der neue Look steht Ihnen. Dankeschön. Ich weiß, ich sehe sexy aus. Was haben wir hier? Das ist Frauentoilette, oder? Das ist die... Nee, halt, Moment. Das ist die Männertoilette, das ist die Frauentoilette. Okay, gucken wir in die Männer... Ich nehme an, wir sollten nicht in die Frauentoilette rein. Oder sogar mit Plömpel. Wo haben wir denn auf öffentlichen Klo... Obwohl, das ist kein öffentliches Klo in dem Sinne, das ist ja... Ja, es ist in dem Sinne kein öffentliches Klo. Moment mal, die haben auf... Im Bad sowas? Hallo, da gehört ein Spiegel hin, wenn es groß kommt, aber doch keine... Na, egal. Was haben wir hier? Noch ein Klo. Okay. Ich dachte, jetzt kommt schon sowas wie bei Duke Nukem Forever, wo wir hier anfangen, einen Strahl reinzupinkeln oder sowas. Wir können sogar ins Frauenklo? Das würde ich aber ehrlich gesagt gar nicht wollen. Nein. Wir halten uns mal hier, also nein. Wir wollen nicht ins Damenklo. Wir können uns mal... Ach, mal Empfang melden eigentlich. Mein Gott, Mr. Jensen. Ich hätte nicht gedacht, dass... Wow. Ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier...
Haben Sie gut hergefunden? So lange ist das auch wieder nicht her, Cindy. Ich sehe vielleicht anders aus, aber mein Gedächtnis funktioniert noch. Ich wollte nicht sagen... Ich meine, natürlich funktioniert Ihr Gedächtnis, Sir. Es ist nur so, dass... Ihr hat sich vieles verändert seitdem. Seit dem ersten Anschlag? Ja, Sir. Die Labore wurden ziemlich stark beschädigt. Wir bauen sie gerade wieder auf, aber... Die meisten Forscher arbeiten momentan woanders. Und die anderen wurden auch umquartiert. Wenn sie also Hilfe brauchen, um jemanden zu finden... Pritchett's Büro. Wo ist das Tech-Labor? Weitere Orte? Helipad, auf Wiedersehen. Wo ist Pritchett's Labor? Das Tech-Labor? Eigentlich brauche ich das gar nicht fragen, oder? Sie sagen, es wurden alle umquartiert? Fast alle. Wen suchen Sie denn? Sarifs Büro? Nein. Jensens Büro? Mein Büro. Wurde mein Büro auch verlegt? Nein, Sir. Sie haben immer noch den tollen Ausblick auf die Lobby. Mr. Pritchett hatte es eigentlich vor, aber Mrs. Margulis hat es verhindert. Zwei Stockwerke nach oben und dann nach rechts. Wer ist Mrs. Margulis? Danke. Dazu bin ich doch da. Sonst noch was, Sir? Ich auf Wiedersehen. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen. Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Das klang jetzt nicht so. Frank sagt, er wartet noch immer auf Sie, Adam. Sie haben keine Zeit für Spielchen. Gehen Sie zum Tech-Labor, sonst gibt es eine Katastrophe. Das Problem ist, ich würde mich super gerne hier umgucken, aber die drängen mich alle. Was soll ich denn hier? Was ist denn hier los? Ich kann mich hier reinhacken. Das will ich aber gar nicht eigentlich. Von Lyle Rogers und Gail Bergman. Sarif-Mitarbeiterin. Ich würde gerne noch mehr machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die mögen mich alle nicht. Also ich habe das Gefühl, ich soll mich beeilen. Hi, ihr Süßen. Sarif-Mitarbeiter, die haben auch keinen speziellen Namen, es sind einfach nur irgendwelche Leute. Aufzugknopf, da geht's hoch. In der ersten Etage war das Labor doch, oder? Was mit dir? Was gibt's? Wir erholen uns noch von dem ersten Angriff vor 6 Monaten. Der Sicherheitstyp. Unglaublich, oder? Müsste eigentlich noch im Krankenhaus liegen. Sobald ich kann. Bis dann. Sag mal, kann es sein, dass irgendwie die ganze Welt über mich redet? Jensen? Was machen Sie hier? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie je wieder laufen können, geschweige denn arbeiten. Ah, wie nett. Und also die mögen mich alle sehr, habe ich das Gefühl. Die haben alle... Michael Pine. Ich könnte mich eigentlich mal da... Ich weiß nicht, was passiert. Was passiert, wenn ich mich da reinhacke? Wie kann ich eigentlich quicksaven? Das muss ich mal ganz kurz... Entschuldigung, muss ich mir ganz kurz nachgucken. Wie kann ich quicksaven? Oder kann ich quicksaven? Karte. Geht das nicht? Es gibt keine Taste für quicksave. Menükarte ist M. Okay. Medienarchiv Ü. Argumentieren O. Inventar I. Wir haben ein Inventar. Speichern. Willkommen in meinem wunderschönen Inventar. Willkommen bei meinen wunderschönen Missionen. Was ist das hier? What the hell? Was? 0 von 1? Kaufen? Kosten für Aktivierung 0 von 1? Praxis. Ach, das, ich habe hier sowas wie ein Upgrade-Menü oder sowas. Also das ist wie mein Talentbaum? Ist das mein Talentbaum? Anscheinend habe ich eine Art Talentbaum und kann hier noch einiges machen, aber ich habe gerade keine Punkte. Ich würde gerne tatsächlich erstmal eben versuchen, mich hier reinzuhacken. Code eingeben habe ich nicht. Hacken wir mal. Gucken, was passiert. Übernahme Softwarestufe für geringen Grenzwerte 2. Aha. Da kann ich nicht hacken, weil ich die Sicherheitsstufe nicht habe, oder was? Okay. Hi. Darf ich stören? Jetzt fängt er zu telefonieren. Hallo? Hi. Keine Ahnung, wie viele Leute dort waren. Kann ich mir nicht vorstellen. Er war 6 Monate außer Gefecht. Wie schon wieder ich? Okay, bis dann. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja komm, jetzt will ich mit dir reden, hä? Konfrontieren hier, hä? Ja, ich bin hier. Adam Jensen? Sind Sie wirklich schon wieder einsatzfähig? Gab es denn gar keine Komplikationen? Nichts für ungut, aber wir brauchen Sie für diese Sache in Topform. Ja. Hier ist das Tech Lab.
bist denn du? Hallo, Hausmeister. Jensen? Was machen Sie hier? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie je wieder laufen können, geschweige denn arbeiten. Okay, einige Dialoge sind eindeutig die gleichen. Also bei manchen Türen steht solide, bei manchen steht hart. Das heißt, man kann anscheinend Sachen später aufbrechen oder so. Ich meine, den Typen kennen wir ja schon. Den gucken wir uns gleich mal an. Ja, wir gucken uns den jetzt mal an. Da ist ein Erdnussriegel. Erhalten ein Cyberboost Pro Energy Riegel. Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhautdisplay stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube, wahrscheinlich. Könnte aber... Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron. Aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Seraph auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Vielleicht können Sie dieses Mal sogar jemanden retten. Oha, ich finde es schön, dass man... Ich weiß nicht, inwiefern sich das wirklich auf die Story auswirkt, aber ich finde es ziemlich cool, dass man hier immer so merkwürdig, also so Möglichkeiten hat. Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Seraph gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Seraph wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Halten Sie Megan aus der Sache raus. Warum denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie nahe sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich, das SWAT hatte sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Niemand hätte sie engagiert. Sie sollten wirklich aufhören, ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Das verwirrt sie nur. Der Punkt ist, wenn Seraph auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. Ich bin gerade verwirrt. Im ersten Part haben wir eine E-Mail gelesen und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob von Cassandra Reed zu Megan Reed oder Megan Reed zu Cassandra Reed. Also ist Megan jetzt die Ärztin, die wir gesehen haben, und ist sie anscheinend tot? Oder ist das die Mutter? Dann habe ich die E-Mail wahrscheinlich falsch interpretiert. Das heißt, die Mutter ist Cassandra Reed und die Tochter ist Megan Reed. Okay, oder doch nicht? Oder doch? So, wir haben jetzt hier wunderschön einen HUD. Da oben steht unser Leben. Und da unten haben wir ein Radar, wo wir mit grün anscheinend Sicherheitskameras sehen. Hallöchen. Und noch mehr. Jetzt muss ich ja irgendwo hin. Da wollen wir auch mal glatt hin. Hands Research H22 DLX Service Industries Hypersensitive Tech. Einer hat schon ein Buch geklaut. Die anderen liegen alle noch da. Okay. Na, sieh mal einer an. Haben Sie Ihren Arsch doch nochmal hochbekommen, Adam? Freut mich. Dachte schon, Sie würden nie wieder auf die Beine kommen. Die sind alle irgendwie derbe arschig. Adam, wie weit sind Sie vom Helipad entfernt? Bin fast da. Gut, denn das SWAT wird aus dieser Sache einen PR-Albtraum machen. Wir treffen uns im Hubschrauber. Ich informiere Sie dann unterwegs. Ich glaube, ich muss da sogar runter, kann das sein. Aber was bringt mir diese Bier? Erhalten ein Bier. Was bringt mir das? Habe ich das jetzt in meinem... Ha!
Ich kann das hier sogar... Bringt mir das? Ich habe ein Bier und einen Erdnussriegel. Also nein, ein Energy-Riegel natürlich. Also. Haben wir ja Türen zu. Also ist unsere Süße wirklich tot? Anscheinend. Hi. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Sie wissen ja, wie es läuft, Malik. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? 6 Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Übrigens, bei euch leckt es wahrscheinlich nicht, bei mir auch nicht. Der Punkt ist, die Lippensynchronisation scheint in diesem Spiel nicht sonderlich gut behandelt worden zu sein. Also nicht, dass ihr euch denkt, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist asynchron. Die Lippensynchronität scheint irgendwie nicht vorhanden zu sein. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Verstanden. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktikteam vom DPD. Sie haben die Fabrik umstellt, aber Mr. Seraph möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Bereit. Ich bin bereit. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Jo, auf geht's. Halten Sie in Deckung die Springentaste, können Sie um Ecken laufen. Ja, das ist mir bereits bekannt und bewusst. Vielen Dank dafür. Ich habe Farida gesagt, sie soll uns auf einem Dach absetzen. Ich will nicht, dass die Leute sehen, wie sie reingehen. Okay, aber sobald ich weg bin, muss sie auch wieder abheben. Also, worum geht es hier? Wer sind diese Typen? Pro-humane Puristen, behaupten sie zumindest. Dieselben Puristen, die landesweit Limp-Kliniken mit Brandbomben beworfen haben. Glauben Sie das? Es ist sicher kein Zufall, dass Sie ausgerechnet heute angreifen. Nur Stunden, nachdem wir den Taifun zur Vorbereitung der Massenfertigung hergebracht haben. Den Taifun? Den hat Megans Team an dem Tag getestet, als dieser Dreckskerl. Wer führt diese Typen an? Adam, ich weiß, dass Sie und Megan... Wer führt die Typen an? Er heißt Sanders. Das da ist er. Er ist nicht augmentiert, Adam. Kann also nicht zu den Söldnern gehören, die uns überfallen haben. Aber er wusste genau, wie er in unsere Fabrik reinkommt. Okay, wie soll ich vorgehen? Oberste Priorität hat der Taifun. Ich halte das SWAT raus, bis Sie ihn gesichert haben. Die Einsatzregeln sollten Sie selbst bestimmen. Tödlich oder nicht. Ich will kein Risiko eingehen. Ich will da drin kein Feuergefecht. Ich will Sie nur neutralisieren. Wir versuchen es tatsächlich mal in Stealth. Ich will da drin kein Feuergefecht. Ich will Sie nur neutralisieren. Okay. Aber sorgen Sie dafür, dass die Mistkerle nicht aufwachen und Ihre Freunde warnen. Wissen Sie noch, wie es da drinnen aussieht? Zahlreiche enge Gänge. Aber die Labors selbst sind eher weiträumig, mit hohen Decken. Wollen Sie was für größere Entfernungen oder lieber was für kurze Distanzen? Distanzen? Elektroschockpistole, Betäubungsgewehr. Ich bin eher der Sniper. Geben Sie mir was für größere Entfernungen. Wenn ich näher rankomme, schalte ich Sie von Hand aus. Aber machen Sie bitte nichts Wertvolles kaputt. Der Taifun müsste in den Produktionslabors sein, aber Pritchard wird Ihnen unterwegs mehr sagen. Er übernimmt die Kommunikation. Großartig. Sonst noch was? Halten Sie die Augen nach Geiseln offen. Falls möglich, befreien Sie sie. Aber der Taifun hat absoluten Vorrang. Wir haben ihn für die Geheimdienste entwickelt. Und wenn wir ihn nicht unbeschadet liefern, solange er noch geheim ist, Sie werden das schon machen. Gentlemen, fertig machen zur Landung. Thank you.
Na dann. Was ist denn das jetzt hier? Moment mal. Jetzt sehe ich ja schon das erste Problem. Ach du Scheiße. So ein Inventar. Oh nein. Oh nein. Nicht so ein Inventar. Was bringen diese Riegel? Ich weiß es nicht. Nicht so ein Inventar. Oha. Ich brauche jetzt schon eine Inventarerweiterung, bitte. Okay, auf geht's. Wir gucken uns das alles mal an hier. Zerbrechlich. Okay, ich kann mich wieder an der Wand stellen. Wo ist denn... Irgendwo habe ich doch... Das ist falsch. Ich muss mal ganz kurz die Steuerung angucken. Moment mal, Entschuldigung. Steuerung, Tastatur. Springen, Leertaste klar. Sprinten auch klar. Kauern auch klar. Entdecken gehen auch klar. Nachladen auch klar. Waffe ziehen, wegstecken auf H. Visier ziehen, wenn du mittlere Maustaste. Was? Nein, das ist schlecht. Das ist schlecht. Werfen, zünden, G. Markieren, verfolgen, T. Nahkampf, Q. Okay, also Nahkampf, Q, das ist das, was ich wissen wollte, aber ich kann hier gar nicht, okay. Oh, das ist ein schlechtes, das ist ein... Oh, obwohl das Mausrad existiert nicht, das ist gut. Okay, das heißt, es... Okay. Ich krieg das schon irgendwie hin, wird schon passen. Hi, Jungs. Weg mit dem Ding, Sir! Hä? Das ist cool, ich stecke meine Waffe weg. Achso. Gehen Sie jetzt rein? Gut. Ein paar von denen kommen hin und wieder raus, um zu rauchen. Seien Sie also vorsichtig. Okay. Mann, endlich. Was versteckt Ihr Bus in dem Laden, dass es wert ist, das Leben Ihrer eigenen Leute zu riskieren, ha? Das werden wir gleich sehen. Wir machen einen kurzen Cut und dann geht's hinein in die gute Stube.